Hermanns macht der Weg zu YouTube-Prominenz. Hier kommt jetzt der Mann vom Fach, geballte YouTube-Kompetenz. Er ist überall bekannt, der allergrößte YouTube-Star. Jetzt ist er der Konsultant, hier ist Rasputin Strohwasser. Ja, hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur weiß ich nicht wievielsten Ausgabe von Rasputins Vlog. Weiß auch ehrlich gesagt momentan nicht, warum ich das hier weiterführe, weil... Ja, was soll ich sagen, also ihr habt die letzten Wochen ja vielleicht gesehen, den Vlog, das war eigentlich immer eine recht lustige Sache hier gewesen. Der Ivan war da, großartiger Typ, und jetzt ist das einfach mal, ja, ist nicht mehr hier, der ist zurück zu... anderen Typen gegangen, der immer noch als Name über diesem Portal hier steht, und ja, es ist halt, keine Ahnung, also es ist halt ungefähr so, weiß ich nicht, also wenn, es erscheint einfach alles jetzt echt öde und leer hier so ein bisschen. Das war, ja, es war halt schon eine recht lustige Zeit. War schon recht und vor allen Dingen vermisse ich Maus, aber naja, das Leben muss halt auch weitergehen, ne? Keine Ahnung, was jetzt wieder der Herr Strohwasser da wieder, was der da wieder gesagt hat, dass Ivan zurück musste. Eigentlich hatten wir vorgehabt, in eine WG zu ziehen und hatten uns auch schon einen Grundriss für die Wohnung auch so gezeichnet. Ivan wollte so ein Pool haben, wo so eine kleine Gummibälle drin sind. Ihr kennt das vielleicht, aber ja, das kann ich alles vergessen. Ob ich die Anzahlung jemals wiedersehe, weiß ich auch nicht. Aber ist jetzt erstmal egal. Ich hab's. Ich bin jetzt heute halt einfach auch mal ein bisschen scheiße drauf. Und deswegen dachte ich mir, wen kann man gucken, wenn man scheiße drauf ist und noch ein bisschen depressiver werden möchte? Woody Allen. Und ja, welchen Film nimmt man da? Nichts von seinen lustigen Frühwerken, sondern eher so Sachen wie Innenleben oder September. Innenleben. Da hat Ivan jetzt garantiert gesagt, ist Innenleben nicht dieser Film, wo sich Woody Allen von... Das war die Katze. Entschuldigung. Ist Innenleben nicht dieser Film, wo sich Woody Allen von Ingmar Bergman hat irgendwie inspirieren lassen? Also, falls ihr euch jetzt fragt, sowas soll der Ivan gesagt haben, ja, der Ivan, der kann echt tiefsinnig sein. Hinter diesen schalkhaften Äußerungen, da steckt ein ziemlich wahrer Geist. Das ist ein Mann von vortrefflicher Intelligenz, und der hätte jetzt, also wenn ich mit dem jetzt hier das Woody Allen Special gemacht hätte, was ich hier geplant hätte, das wäre was geworden. Also wir hätten auch wirklich bis zum Kern vordringen können von Woody Allens Gesamtwerk, also... Wie toll der September findet von Woody Allen. Ein Film, der eigentlich in der Filmografie von ihm eher nicht so gemocht wird, weil man ja eigentlich nur ein paar Personen sieht, die übers Wochenende auf dem Landsitz Kappes reden. Aber ja, er hat was gefunden. Er hat was gefunden. Entschuldigung, also ich werde mal ganz kurz rüberblenden zu dem Namensvetter von diesem Kanal, damit er seine 60 Sekunden... rausblasen kann, ist mir jetzt auch egal. Das Leben ist eh relativ bedeutungslos. Und genauso bedeutungslos sind die Äußerungen von Herrn Strohwasser. Möge er seinem Recht jetzt hier nachkommen, bitte. So, Stoppuhr, das letzte Mal. Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu Rasputins und... Ich vermisse die Oma. Ivans Vlog, Shorty in 60 Sekunden. Darf ich wieder
zurück nach Hamburg zu Keoma? Nein, du darfst nicht zurück nach Hamburg, ja. Oder nach Berlin oder nach Buxtehude oder Zellentrakt 3 oder wo immer noch wohnt, ja. Aber hier, damit du ihn nicht so vermisst hier in Keoma, ja, habe ich hier so eine kleine Keoma-Puppe, rot, hässlich Gesicht und so. Da kann man richtig schön in die Presse hauen, ja, hier, Ivan. Hallo, so kleine Puppe. Lieber Keoma, ich vermisse dich. Ich so, Ivan, jetzt nimm das mal in den Mund und dann halt die Fresse, ja? Also, Keoma, jetzt wird's wirklich ernst. Ich, meine Anwälte haben das durchgeboxt bis zum Bundesgerichtshof. Ja, diese Woche gibt es noch das Urteil und ich persönlich werde es dir zustellen. Ja, ich erwarte stündlich das Urteil von den obersten Richtern in diesem tollen Land hier, ja. Und dann werde ich es dir an deine Stirn nageln und tackern. Ja, habe ich gesehen, hier Ivans Frestling machen die das auch und das werde ich dir auch so zustellen, ja. Und dann gehört der Vlog wieder mir und nur mir, ja. Und du bist Geschichte. Du Schlumpf, du. Komm, Ivan. So, jetzt gehen wir hier erstmal hier schön einen wegstecken, ja, oder? Bin wieder zurück. Ja, gut. Kein Kommentar. Ihr seid immer noch bei Rasputins / Keoma als weiß Vlog und Ivan ist immer noch nicht wieder hier. Er hat bislang noch nicht angerufen. Naja. Ich denke, so ist das halt mit Freundschaften. Geht ein Stück des Weges und dann irgendwann geht man auseinander. Das ist halt das Leben. In solchen Momenten, da greife ich gerne zu Franz Kafka. Das ist dann einfach das Richtige für meine Seele. Da kann ich nicht die heiteren Romane eines Max Gold oder die humoresken Grotesken eines Tucholsky lesen. Da muss ich ganz einfach auch mal, ja, da muss ich ganz einfach auch mal etwas die schwere Kost nehmen und ich denke, was da halt jetzt auch gut ist, quasi ein Werk, das die Ohnmacht, die ich jetzt der Welt gegenüber empfinde, wirklich gut ausdrückt, das ist der Prozess. Und ich denke, ich lese euch ganz kurz was aus dem, also den Anfang mal kurz vor. Jemand musste Josef K. verleumdet haben. Denn ohne, dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet. Die Köchin der Frau Grubach, seiner Zimmervermieterin, die ihm jeden Tag gegen 8 Uhr früh das Frühstück brachte, kam diesmal nicht. Das war noch niemals geschehen. K. wartete noch ein Weilchen, sah von seinem Kopfkissen aus die alte Frau, die ihm gegenüber wohnte und die ihn mit einer an ihr ganz ungewöhnlichen Neugierde beobachtete. Dann aber... Halt die Klappe! Dann aber, gleichzeitig befremdet und hungrig, läutete er. Sofort klopft. Entschuldigung, ich kann es nicht mehr lesen wegen der Tränen. Sorry. Wäre Ivan jetzt hier, würde mir ein Taschentuch geben. Aber er ist nicht hier. Keiner ist hier. Alle haben sie mich verlassen. Alle. Und jetzt auch Ivan. Der beste Freund, den ich je hatte. Es ist... Ihr seht mich diesmal irgendwie echt sprachlos und normalerweise bin ich definitiv nicht sprachlos, aber ich bin's jetzt diesmal einfach. Ich denke mal, dass ich diesen Vlog jetzt hier auch abbreche. Sorry, wenn ich euch jetzt so ein bisschen miese Laune gebracht habe, aber Leben ist halt nicht immer schön, ne? Das müsst ihr auch lernen, liebe jungen Zuschauer. Eins noch, das gebe ich euch noch mit auf den Weg. Wenn ihr jemanden gefunden habt, den ihr wirklich mögt, haltet ihn fest. Haltet ihn fest, wie ihr noch niemals etwas festgehalten habt. Denn dieser Moment, dieser eine Moment, der kann so schnell vorbeigehen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das wollte ich euch noch sagen. Ich bin jetzt erstmal raus. Tschüss. Wie man's macht, der Weg zu YouTube-Prominenz. Hier kommt jetzt der Mann vom Fach, geballte YouTube-Kompetenz. Er ist überall bekannt, der allergrößte YouTube-Star. Jetzt ist er der Konsultant, hier ist Rasputin Stovassar.